Seit 25 Jahren erforscht das Alfred-Wegener-Institut die Zusammenhänge des weltweiten Klimas und hat sich auf Polar- und Meeresforschung spezialisiert. Die Wattenmeerstation auf Sylt ist eine von vielen Forschungsstationen, die das Institut auf der Welt hat. Die Wattenmeerstation hier auf Sylt ist ein Teil des großen Alfred-Wegener-Instituts, das sich mit Polarforschung beschäftigt und im Rahmen der Klimaveränderung auch nach den Meeren und vor allen Dingen jetzt auch nach dem Schicksal der Küsten, die ja durch den Meeresspiegelanstieg bedrängt sind, forscht. Und wir hier in dieser Wattenmeerstation haben jetzt ein neues Gebäude hinzubekommen, um auch unsere Forschungskapazitäten durch Gastforscher und Studenten erweitern zu können. Wir haben nur wenig Personal in diesem Institut, aber es sind sehr viele Studenten hier, die ihre Examensarbeiten anfertigen, Gastforscher auch aus Übersee. Und wir führen regelmäßig Kurse für die Universitäten des Binnenlandes durch. Vor 14 Tagen hatte ich 22 Studenten aus diversen Ländern, auch vom Baikalsee und aus Ghana und USA, waren Studenten dabei, um hier Küstenforschung kennenzulernen. Und für das allgemeine Publikum, da haben wir jede Woche am Freitag ab 10 Uhr eine Führung, wo einmal in die Arbeitsthemen eingeführt wird, aber dann auch die Labore und die Bibliothek gezeigt wird. Familien mit Kindern können an Führungen teilnehmen, um sich die Welt des Meeres näher bringen zu lassen, indem sie selbst hautnah kleine Tiere und Pflanzen erforschen können. Aber auch für Studenten lohnt es sich, denn das Institut hat neue Labore, in denen geforscht und gelernt werden kann. Die Wattenmeerstation hat eine wesentliche Erweiterung bekommen durch einen Neubau, der jetzt fertig geworden ist. Am 21. Mai diesen Jahres ist es eingeweiht worden, wo den Geldgebern entsprechend Reden gehalten wurden. Und wir können jetzt in einem großen Foyer Besucher empfangen und haben neue Laboratorien für Molekulargenetik und Algenanalysen hinzubekommen. Und damit, denken wir, werden wir auch die künftige Phase des Klimawandels in der Forschung hier auf Sylt begleiten können. Auch regelmäßige Veranstaltungen sollen bald wieder zum Alltag des Instituts gehören. So wie in früheren Jahren werden wir auch wieder regelmäßig Vortragsveranstaltungen abends durchführen, wahrscheinlich meistens am Dienstag oder am Mittwoch. Und das wird dann in der regionalen Presse angekündigt und natürlich auf der Homepage des Instituts. Ein Besuch der Wattenmeerstation auf Sylt lohnt sich also immer, um interessante Entdeckungen zu machen.